Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Kanal Luma Films und Kanal C-Max zu Dead by Daylight. Und einer hat noch nicht fertig gedrückt. Geht ja gleich wieder raus. Doch, hab ich. Achso, was du. Das haben alle gedrückt. Ja, ich wollte noch was nachgucken an Perks. Mann, ich hatte jetzt so wenig Zeit, um einen guten Perk zu finden. Alles deine Schuld. Perk, Perk, Perklick, Perk. Ich sag Perk, Perk, Perklick, Perk. Ach, ich hab wieder, glaube ich, vergessen, eine Opfergabe zu machen. Aha. Egal. Ich hab das gemacht. Toll. Hast du dich? So. Scheiß Arschloch, du Wichser. Hey. Wer hat das gesagt? Ist hier noch ein dritter Mann in der Leitung? So, jetzt kann ich mich hier ein bisschen bewegen, sonst macht das Ganze so mega Lärm. Du machst Lärm. Und ich glaube, es macht schon Lärm. Ja. Du sendest okay. Bumm. Ja, dieser blöde Mikroarm, der hängt da so im Weg. Ist so wie hier. Als ob das jetzt schon so laut war. Okay. Entschuldigung. Das ist nicht schlimm. Das hast nicht nur alle Leute. Das ist nicht schlimm. Ich bin im Haus. Hinter, bist du im Haus? Dann komm. Ja. Irgendwas ist gerade bei mir passiert. Es hat ganz kurz geleckt, oder? Ja, und ich habe, meine ich, gerade irgendeine Meldung bekommen. Irgendwie WhatsApp. Doch nicht. Nee. Weil ich habe gerade gesehen. Eine Fehlermeldung bei mir. Ich habe bei mir so von dem Hintergrund, bei mir am Desktop, habe ich so ein bisschen, was habe ich da, irgendwas mit Wasser. Und da ist auch ein Soundpack dabei. Und okay. Jetzt bin ich hier in das, jetzt hat das Spiel angefangen und dann kam mir dieser Feder-Sound von Windows. Ey, ich habe schon wieder einen gebrochenen Schlüssel gefunden. Finde ich jetzt nur noch solche Schlüssel? Ich bin auch in der Kiste. Ich bin unten in der Kiste. Okay. Im Keller. Also dieser gebrochene Schlüssel ist wahrscheinlich so ähnlich wie so ein Haupt... Wahrscheinlich seit, als ich dann den Hauptschlüssel gefunden habe, also nicht gefunden, als ich den Hauptschlüssel freigeschaltet habe, habe ich wahrscheinlich somit auch den gebrochenen Schlüssel in den Kisten freigeschaltet. Ist wahrscheinlich was zum Freischalten, dass man dann die dann ab sofort dann auch findet. Bist du dir ganz sicher? Nein. Hi Mario. Ich hab einen Werkzeugkasten. Oh. Ach Mario. Toller Werkzeugkasten. Na, Alter! Komm schon. Okay. Das badest du jetzt aus. Du darfst auch als Erste fliehen, wenn er hier oben ist. Das ist der Feinsteller. Stellt 100 pro unten jetzt die Fallen, damit wir nicht so gut rauskommen. Kacke. Von hier oben kann man nicht runterspringen, oder? Nein. Scheiße. Was? Was? Wie ist er hingekommen? What the fuck? Was? Ja, das sind direkt bei der Treppe ist eine Falle. Direkt bei der Treppe ist eine Falle, habe ich nicht gesehen, aber direkt bei der Treppe ist eine Falle. Kacke, ich wollte dran vorbei. Wie bist du da vorbei? Ich weiß nicht, ob ich eine andere Treppe genommen habe, aber. Hey, heimlich. Danke. Ich bin da. Hä? Das sieht lustig aus, wie das runterfällt. Ich bin da irgendwie halt so vorbei. Skiral. Hey, bist du noch oben? Nein, ich bin unten. Kacke, jetzt hat er mich. Mist. Da bin ich ganz nach unten wahrscheinlich. Yep, macht er. Ich hasse es. Ich bin auf ihrer Seite dann vorbeigelaufen. Also ich bin da so. Und er geht hoch. Er holt sich wahrscheinlich die Fallen. Wo bist du? Jetzt auch, ihr seid alle voll weit weg. Ja. Ah, bist du das gerade, der hier hinkommt? Ja. Okay. Ich bin der Typ, der so macht. Ja. Das internationale Zeichen. Er stellt eine Falle auf, die ist nicht vor mir, sondern wenn man die Treppe runtergeht, links. Also wenn man wirklich komplett unten ist, die Treppe da direkt dann links. Ich warte, bis er hochkommt. Aber der geht gerade hoch. Ist draußen. Ich muss gerade ein bisschen warten. Scheiße, er guckt gerade vom Hügel.
Ich kann gerade nicht kommen, weil er gerade guckt. Ja, ich bin im Space-Modus. Ich kann gerade nichts machen, er kommt. Ich glaube, er kommt wieder. Ja, was ist das da für ein Fallen-Perk, der da bei mir aufleuchtet? Hast du was drin mit der Falle? Nein. Leute. Scheiße, ist er unten bei dir? Nee, nee. Er ist im Haus drin, er ist im Haus drin, er hat mich. Glaub. Er hat mich gesehen. Okay, danke. Kann ich ja eigentlich aufgeben, oder? Nein, nein, andere Leute sind noch bei dir. Ja, die kommen ja nicht. Die sitzen da nur. Und du gehst gerade weg. Ja, ja, ich höre ihn gerade bei mir. Okay, tschüss. Ja. Das ist scheiße. Ist das eine Scheiße. Nach oben. Aber dass da einen zweiten Weg nach oben geht, das war mich ein bisschen. Ja, ich habe den gesehen, das war noch weiter hinten. Okay, das ist der Weg nach unten. Wenn du jetzt nach links gehst, dann ist da der andere Weg. Dahinter, also, siehst du? Und da kam der her. Genau. Aber du hast den Generator echt ganz schön kaputt gemacht. Also ja. Den Fortschritt. Tut mir leid. Also, die schreiben wieder alle da, diese Gruppe. Ich kann gerade nicht gucken. Ich will da auch nicht gucken. Ich habe bestimmt jetzt schon wieder über 100 Nachrichten. Immer diese WhatsApp-Gruppen. Wie findet ihr WhatsApp-Gruppen? Schreibt es in die Kommentare. Letzter Generator ist fertig. Ah, die hat sich beim Selbstheilen hier Knochen gebrochen. Haha, hast du den Knochen gebrochen, Trottel? Ich stöhne sie ein bisschen rum und jetzt macht sie weiter. Ich höre sie, hallo. Ach, bist du da gerade vorbei? Ja. Vorsicht, Alter. Vorsicht, Falle. So, ich dachte, ich komme vielleicht vorbei, aber glaube ich nicht. So, das wird er hören. Er kommt, geh weg. Wichser. Als ob. Als ob du einfach entkommen bist. Psch. Das so. So, einer von den anderen macht noch einen Generator fertig. Die andere rennt wie ein Huhn auf der Map rum und weiß nicht wohin. Und der andere, der hängt in der Ecke. Die anderen beiden sind am Ausgang. Am anderen Ausgang? Ja. Die sind da schon durch, ne? Also die stehen dahinter. Ich hab keine Ahnung, wo das ist, deswegen. Also fallen auf. Alle. Vielleicht gehst du zum anderen, weil der wird dann da hinkommen. Oder du entscherst sie und rennst dann zum anderen. Oder du machst das so. Like a boss. Ich seh ihn kommen. Ja. Hallo. Schafft er nicht mehr. Kuckuck. Komm mal her. Ich hab dir was wieder zeigen. Hey. Ich will dir was zeigen. Komm mal her. Ah, verstehe. Das macht Sinn. Du da? Komm her. Entschärf die mal. Warte, geh weg, geh weg. Komm, sieh's nochmal an. Setz noch eine. Entschärft die mal, das gibt ja auch Punkte. Steht da noch, ne? Vorsicht. Und die andere auch noch. Ah, er kommt. Er kommt.
haust dir aber was. Tschö. Ich glaube, der hätte es nochmal gemacht. Ja, ja, aber ich bin bescheiß drauf. Ich habe nur 2546 Punkte. Hey, ich bin Rang 18. Da kann man doch mal klatschen, ne? Der Mario gönnt mir nie was. Ja, du hast 2546. Und wie viel hab ich? Ich bin schon raus. Ah. ich muss irgendwie in dieses Karten-Dinges rankommen. Ja, was ist? Ja, jetzt kommt, das war jetzt die erste Hälfte und die zweite Hälfte folgt zugleich. Macht's gut, bis gleich. Gleich. Ey, das hast du sogar gereimt. Kommen wir zur zweiten Hälfte. Nein. Und Mario muss vergessen. Nein! Ich auch, scheiße. Aber Mario muss ein Geständnis machen. Es tut mir so leid. Ihr könnt das bei Christian sehen. Die erste Hälfte. Am Anfang, in der ersten Hälfte, habe ich von einer Fehlermeldung gesprochen. Die Folge wurde nicht aufgenommen. Es tut mir so leid. Spaß. Nee, trotzdem, die erste Hälfte wurde bei mir nicht aufgenommen. Warum auch immer. Okay. Oh nein, ich hab den Schlüssel. Ich hab den Schlüssel in der Hand. Ich wollte den Schlüssel nicht haben. Böser Schlüssel. Leck mich doch. Nee. Nee. Wo ist die Luke? Welchen Schlüssel hast du? Den gebrochenen Schlüssel. Ich glaube, damit kannst du deine Luke auch nichts anfangen. Nee? Glaube nicht. Ich weiß es nicht. Ey, ich meine, der muss doch zu irgendwas Nütze sein. Ich habe echt keinen Plan wofür. Der vibriert doch in der Nähe bestimmt. Also, die sagt, dass er durch irgendwas vibriert. Das ist aber was, aber das was ist ein Vibrator. Jetzt habe ich es. Es fehlt die Batterie. Jetzt müssen wir eine Batterie reintun. Okay. Ui, der rennt der Kettensägenmann. Der Kettensägenmann. Hier rennt der Kettensägenmann. Mann. Christian? Ja? Es ist übrigens der Kettensägenmann. Und es läuft der Kettensägenmann. Und hier kommt der Kettensägenmann. Der ist auch gerade eben an mir vorbei. Und ja. In der letzten Runde hatten wir den Fallensteller. Nein. Und komm, schlägt jetzt der. Jetzt gibt's keinen Song. Der Kettensägenmann. Und schlägt der Kettensägenmann. Und ich bin gleich. Am Arsch vom Kettensägenmann. Und Generator finished. What? Ich hab grad ein bisschen Spaß mit dem Kettensägenmann. Dem Kettensägenmann. Also ich kann dich jetzt heilen. Alter, ich bin entkommen. Ich hab ihn voll verarscht. Oh, wo bist du? Oh fuck. Ich bin jetzt an dem Generator, der gleich fertig ist. Oh nein. Einer hat das Spiel verlassen. Der Killer hat bestimmt so einen Perk, wenn er mich mit der Kettensäge trennt er deine Internetleitung. Und bei mir ist der Kettensägenmann. Der Kettensägenmann. Ey, ich bin losgeworden. Ich hab ihn auch gerade gesehen. Ich höre ihn gerade. Oh nein. Ach, dann bist du in dem Generator. Nein. Aber läuft hier in der Nähe rum? Hui. Hast du auch einen Song für die Krankenschwester? Könnte Michael Jackson sein. Yeah! Shimona!
Warst du da am Generator? Ja. Ah, hallo da, hallo, hallo, hey, 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 wie läuft's? Hallo, Schlampe. Achso, ich schlampe mal jetzt mich. Obwohl du Schlampe gesagt hast, hatte ich keinen Bock mehr auf dich. Ich suche eine zweite Kiste. Was mit der ersten? War deine Taschenlampe nur? Nein. Danke. Boah, wäre cool, wenn irgendwie zwei Haupt... Zwei von diesen. Also ich habe hier zwei Erste-Hilfe-Kästen. Qual der Wahl. Stell dir vor, du könntest die beiden Schlüssel kombinieren. Stell dir das mal vor. So zwei gebrochene Schlüssel könntest du irgendwie zusammenpacken. Und hier ist der Kettensägenmann. Der Kettensägenmann. Und hier ist der Kettensägenmann. Der Kettensägenmann. Der Kettensägenmann. Das war riskant. Oder war es gewagt? Nein, ich wurde gejagt. Und ich bin entkommen. So, was machen wir denn jetzt hier so? Ich mach den Generator hier fertig. Welchen? Hier ist eine Mauer, eine Kiste und ein Schrank. Hier sehe ich nämlich auch Bäume und Gräser. Und hier bin ich. Ach man, das ist unfair. So, und der andere wird jetzt gemacht. Hä? Was? Hast du gerade einen Generator fertig gemacht? Nein. Ja. Dann war der wohl schon fertig. Was lustig war, ich habe gerade den Killer gehört, ne? Plötzlich geht der andere Generator an. Ja, der andere Generator habe ich angemacht. Ja, du hast ihn abgelenkt, den Killer. Oh. Übrigens, der Killer ist zu dem Generator gegangen, den du gemacht hast. Oh, ich bin immer noch in der... Das heißt, nicht unmittelbar in der Nähe, aber schon in der Nähe. Ich mache gerade ein Tor auf. Ja, mache ich auch gerade. Ich sehe ihn. Zwischen den Bäumen, kurz. Und der Tor ist offen. Ah! Und ich sehe den Kettensägenmann. Den Kettensägenmann! Und hat daneben geschlagen. Ich bin gekommen. Juhu. So, und macht ihr jetzt wieder Späße mit dem? Jo. Ich will es noch tun. Oh, ihr seid so fies. Das ist voll das Spinning. Ich hol mir nur die Punkte und dann bin ich weg. Oh oh. Oh. Was war das denn? Ich glaube, er hat die, ne? Ja, hat er. Oh, die wird entkommen. Die sind kommen. Wo ist der? Ui. Du machst immer noch weiter. Komm schon. Ich hab grad so einen Nervenkitzel, ich muss das schaffen. Ja. Yeah. Und. Ja. Ich bin zu gut. Oh. Okay. Hast du gesehen? Hello. Glaub. Sollte er mal hier hingucken. Stell vor, okay, geh mal näher ran. Hau dich. Nee, geh mal näher ran. Geh mal näher ran. Guck, der hat dich gar nicht gesehen. Hat er auch gar nicht. Ich glaub doch, Alter. Der hat sich nämlich umgedreht. Hat er sich umgedreht? Ja, der hat sich zu dir umgedreht und dann wieder um. Ich dachte, der wollte nur so tun, dass du näher kommst. Das war's jetzt schon wieder, ne? Ja, das war's. Vielleicht waren diese 5 Minuten bei mir eine Folge. Wer weiß. Wer weiß. Okay, dann macht's gut. See you in the next Episode. Oder Staffel. Oder sonst was. Generation. Jahrzehnt. Jahrtausend.
Tschüss!